Sehr geehrte Damen und Herren, hier in unserer Kirche auf der Duisburg und zu Hause an den Bildschirmen. Sehr herzlich begrüße ich Sie, auch im Namen meiner Brüder und der Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, zu dieser musikalischen Andacht heute am 3. Advent. Ebenso herzlich wie Sie begrüße ich die Instrumentalistinnen des Collegium Musicum aus Wernigerode unter der Leitung von Jens Klimek. Bereits jetzt danke ich für Ihre Bereitschaft, den klangvollen Teil zu Musik und Wort zur Besinnung beizutragen. An dieser Stelle auch schon unser herzlicher Dank an Regina Mutlich und Martin Zemke, die keine Mühen gescheut haben, das Folgende auch digital erfahrbar zu machen. 3. Advent. Auf dem Weg nach Weihnachten haben wir schon ein gutes Stück Weg zurückgelegt. Gut sichtbar am Adventskranz, an dem schon 3 von 4 Kerzen brennen. Nach einem alten Eröffnungsgesang wird der 3. Advent auch Sonntag Gaudete genannt. Gaudete, freuet euch. Heute Morgen haben wir ihn schon in der Messe gesungen. Auch hier soll er zum Klingen kommen. Dieses Jahr ist getrübt von dem Pandemiegeschehen, von Eskalationen. Und doch ein Aufruf zur Freude. Der Text, der gerade erklungen ist, in Latein und in Deutsch, ist in eine Zeit hineingesprochen worden, in der es nicht friedlich zuging, in der es auch schwer war. Ein Aufruf zu Vertrauen, ein Aufruf, auch dankbar zu sein für das, was sein kann, was ist. Freude kann sich auch äußern im Tanz. Vielleicht kennen Sie das Wort vom Freudentanz, den man aufführen möchte. Tanz der Freude. Hören Sie ein Wort von Madeleine Del Brel, eine Mystikerin des 20. Jahrhunderts. Komm, lade uns ein. Wenn wir wirklich Freude an dir hätten, o Herr, könnten wir dem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen, das sich über die Welt hin ausbreitet. Und wir könnten sogar erraten, welchen Tanz du getanzt haben willst, indem wir uns den Schritten deiner Vorsehung überließen. Denn ich glaube, du hast von den Leuten genug, die ständig davon reden, dir zu dienen,
mit der Miene von Feldwebel, dich zu kennen mit dem Gehabe von Professoren, zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports, um dich zu lieben, wie man sich in einem alten Haushalt liebt. Offenbare uns das große Orchester deiner Heilspläne, woran das, was du zulässt, einfach befremdliche Töne von sich gibt, inmitten der Heiterkeit dessen, was dein Wille ist. Lehre uns jeden Tag, die Umstände unseres Menschseins anzuziehen, wie ein Ballkleid, das uns alles an ihm lieben lässt, um deinetwillen, wie unentbehrlichen Schmuck. Gib, dass wir unser Dasein leben, wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet, wie einen Ball, wie einen Tanz, in den Armen deiner Gnade, zu der Musik allumfassender Liebe. Herr, komm und lade uns ein. Gedanken zum Tanz, die die folgende Musik vielleicht mit begleiten mögen. Tänze aus verschiedenen Jahrhunderten werden wir hören. Und es mag sein, dass Sie Ihre Begeisterung über das Gehörte gern in Applaus formen möchten. Da möchte ich Sie bitten, bis ans Ende zu warten und am Ende einen rauschenden Beifall geben lassen und ein raschendes Ergebnis in der Kollekte. Thank you.
Thank you.
haben uns ansprechen lassen von schnellen und verhaltenen Handlungsweisen. Es war möglich, der Freude nachzuspüren, die darin zum Ausdruck kommt. Tanz als Ausdruck von Freude, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber die Musik lädt auch dazu ein, zum Tanzen zu kommen, sozusagen. Wenn man schlechte Laune hat, möge es helfen, dass man zum Tanzen kommt. Mir zuckten die Füße ab und zu. Ich ging vielleicht auch. Freude als Thema des Tages Gaudete, Sonntag Gaudete. Als Teil des Adventes. Advent, wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Besondere Melodien zur Vorbereitung sind uns vertraut. Anklänge von Weihnachten sind hörbar und dem, was man dabei erwartet. Apropos Erwartung. Advent als Ausdruck der Erwartung schlechthin. Als Christen erinnern wir uns an die Menschwerdung Gottes in Christus. Ein Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat, einerseits. Aber auch immer wieder Erinnerung und dass er wiederkommt, was uns gesagt wird in der Botschaft, dass er einmal wiederkommen wird und dass er auch gegenwärtig ist im Leben des Einzelnen. Also wir erinnern uns, wir denken an ein Kommen damals, heute und in Zukunft. Ein Lied zum heutigen Tag mag davon etwas zum Ausdruck bringen. Lassen wir uns weiter berühren von Melodien, von Klängen, die schon Richtung Weihnachten reisen.
weihnachtliche Klänge dürften uns berühren und erreichen. Ein Wort des Segens mag sie mit nach Hause begleiten. Segen ist das Gute zusprechen, sodass es wirksam werden möge. Segen über dein Leben, gesegnet deine Gegenwart und deine Zukunft, dein Tun und dein Lassen, deine Abschiede und deine Aufbrüche. Segen über dein Leben, gesegnet deine Herkunft und deine Geschichte, die Orte und Wohnungen, die Landschaften deines Lebens, die Menschen, die vor dir waren, die Menschen, die mit dir sind und die nach dir kommen werden. Segen über dein Leben. Gesegne deine Erinnerungen, die schmerzhaften und die schönen, die dunklen Nächte der Seele und die Augenblicke des Glücks, deine Wandlungen und deine Versöhnung. Segen über dein Leben. Ganz soll es sein, heil soll es werden. Neben dem Segen mögen gute Wünsche Sie begleiten auf dem weiteren Weg nach Weihnachten und darüber hinaus. Gute Wünsche zur Vorbereitung auf das Fest, frohe Feiertage und bleiben Sie gesund und zuversichtlich.